Liebe Freund, hier ist euer Steinballen. Wir sind schon wieder in Danzig. Die Jagdfalke fährt hier gerade aus dem Hafen heraus. Und eine Sache ist mir nochmal klar geworden. Wir haben ja hier eigentlich gar kein Produktionsproblem, sondern ein Transportproblem. Getreide ist ja genug vorhanden mit 100. Da sollten wir was tun. Wir sollten, denke ich, jetzt doch erstmal nach Lübeck fahren und ein neues Schiff in Auftrag geben, dass wir dann der Danzig-Route zuschlagen, die da nicht nur das schöne Bier, sondern auch das ganze Getreide so nach und nach wieder nach Lübeck bringen können. Das ist, glaube ich, jetzt das Richtige. Dann nach Aalborg und dann nach Stavanger. So machen wir es. Also, Lübeck, hier. Auftragsliste. Nee, Bauauftrag, da müssen wir hin. Und wir machen wieder unseren üblichen Kreier, Bauernauftrag geben. Wir haben alles auf Lager, ganz viel Holz auch. Gut. Das geht dann voran. Und als nächstes. Gucken wir ganz kurz. Gewürze, ja, das sind die altbekannten Problemchen. Eisenerz ist jetzt auch schon Mangelware, weil natürlich die Produktion da jetzt gestoppt hat in Aalborg. Da kann man jetzt nichts machen. Wir müssen erstmal dahin nochmal gucken, ob da jetzt eine neue Belagerung kommt. Oder ob das echt nur eine alte Nachricht war. Das war eine alte Nachricht, Leute. Die Belagerung ist schon lange vorbei. Nun gut, man muss ja auch ein bisschen daran denken, wie lange es dauert, ehe so eine Nachricht hier durch halb Europa verschickt wird. So, hier fehlen ein paar Arbeitskräfte, aber ansonsten haben wir eigentlich das ganz gut wieder im Griff. Wir gucken mal, was sie hier mitnimmt. Ja, leider nur 11 Eisenerz. Das ist jetzt die Produktionspause, die sich hier bemerkbar macht. Es ist, wie es ist. Brauchen wir jetzt gar nicht groß rumwundern und fahren mit unseren Sachen mal schnell nach Stavanger und gucken, wie da jetzt der Stand der Dinge ist. Gut. Okay, die Kirche ist definitiv fertig gebaut. Es bleibt aber bei 314. Es gibt hier überhaupt keine Bewegung. Das könnte also sein, dass tatsächlich man wirklich jetzt für jeden Produktionsbetrieb, weiß ich nicht, waren das 145? 105, ja, irgendwie eine bestimmte Anzahl von Einwohnern bekommt. Vielleicht ist das, funktioniert das so. Keine Ahnung. Bauen wir weiter. Ich hoffe, wir können jetzt bauen. Bauen wir vielleicht direkt mal ein Sägewerk, dann lösen wir das Holzproblem hier gleich langfristig. Wir verteilen das mal ein bisschen. Hier ein... 2 Sägewerke. Ist das okay? Ich glaube, das ist okay. Und können wir noch einen Imker bauen? Ja, sehr gut. Wollen wir den zwischen die Mauern, in die Mauern mal reinbauen? Ich denke mal, so riesig wird die Stadt jetzt auch nicht mehr werden. Das können wir uns mal leisten. Das ist jetzt mal spannend, ob das jetzt Auswirkungen direkt hat auf die Einwohnerzahl. Wie das jetzt weitergeht. So, Türme hatten wir auch gebaut. Wir können jetzt eigentlich mal gucken, ob wir noch weitere, ob wir vielleicht jetzt mit Torbombarden anfangen, aber da fehlt uns das Holz. Na gut, aber das ist kein Problem, weil wir mit dem Holz ja jetzt hier selber produzieren werden. Das kriegen wir hin. Wir geben mal hier ein paar Eisenwaren wieder an die Bürger und ein bisschen Holz noch. Und dann wollen wir mal zusehen. Gut. Dann denke ich, machen wir mal Folgendes. Jetzt fahren wir nochmal nach Aalborg. Da habe ich nämlich eine Sache eben gerade vergessen. Wir haben da ja zwar die Viehzucht jetzt wieder aufgebaut, so wie sie war vor der Belagerung, aber ich wollte ja eigentlich die Viehzucht ausbauen. Das war ja mein Ansinnen. Und das sollten wir jetzt vielleicht mal angehen. So, hier läuft jetzt wieder alles bestens. Okay, Wohnraum ist knapp hier auch. Da müssen wir auch noch was tun. Also wird echt Zeit, dass hier die Mauer gebaut wird. Wie sieht es denn aus mit dem Wohnraum? 95%. Die Stadt braucht Fachwerkhäuser. Dann helfen wir da gleich mal nach. Kostet uns, naja, ein bisschen Ziegel. Deswegen machen wir nur einen, weil wir Viehzucht... Aber Viehzucht kostete, glaube ich, nur... Nee, kostet auch Ziegel. Oh, schaut mal, 50... Das hatte ich ja gar nicht richtig in Erinnerung.
So, mehr können wir dann auch nicht machen. 5 haben wir. Ich bin mir gar nicht sicher, was wir vor der Belagerung hatten. Haben wir möglicherweise doch ein Viehzucht verloren? Nee, ich glaube nicht. Gut, dann haben wir zumindest einen Schritt jetzt in die richtige Richtung getan. Windhorst kommt. Und ich gucke immer mal gerne, das nehmen sie mit. Okay. Also Tran und so weiter, davon haben wir wahrlich mehr als genug. Das ist jetzt kein Problem mehr. So, dann schauen wir mal. Fahren wir erstmal wieder nach Lübeck oder wollen wir vielleicht mal in London vorbeigucken? Ja, das könnten wir durchaus tun, denn in London brauchen wir auch ein Lager. Definitiv. Und dann können wir auf dem Rückweg gleich mal nach Köln fahren und da Wachen anstellen. Da muss ich direkt mal gucken. Hier bei uns im Lager haben wir genug Wachpersonal. Maximal. Das ist gut. Dann lasst mal nach London düsen. So, jetzt sind Richtfeste erstmal. Das ist spannend, wenn es. Ach, schaut mal, in Aalborg. Aber das ist jetzt schon lange her. Köln ist Richtfest mit dem Lagerhaus und in Stavanger ist das Kaufmannshaus gebaut worden. Okay. Wir sind jetzt erstmal in London. In London gucken wir bei uns hier bei den Lagern mal. Da müssen wir auf jeden Fall auch ein Lager bauen und wir stellen schon mal einen Wachposten an und gucken mal, ob wir uns das leisten können. Nein, es fehlen Eisenwaren. Wir haben nur 10. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Die Stadt hat keine Eisenbahn. Bringen wir zu wenig? Vermutlich produzieren wir in Lübeck gerade zu wenig. Das könnte der Grund sein. Wahrscheinlich auch alles wegen der Aalborg-Belagerung, dass das das Ergebnis ist. Wie sieht es denn ansonsten aus? Wahnsinnig viel Leder und Keramik und Tran. Aber das habe ich schon reduziert. Und Bier. Na gut, ist vielleicht in der Nachbarschaft eine Stadt da, die Eisenbahn produziert? Ja, hier. Dann lasst uns das jetzt mal machen. Fahren wir mal schnell nach Scarborough und kaufen da ein bisschen Eisenbahn ein. Dann können wir das hier auf der Ecke gleich erledigen. So. Der Preis ist auch ganz okay. Nehmen wir gleich noch ein bisschen mehr mit. Vielleicht wollen wir da noch was anderes bauen. Zurück nach Lübeck. Okay. Die nächsten Richtfeste, sind das die Sachen in Stavanger? Jawohl. Sehr gut. Sägewerke sind jetzt gebaut werden. Das heißt, gebaut worden. Das heißt, Holz wird ab sofort da sicher kein Problem mehr sein. Und jetzt aber. Jetzt wollten wir hier noch ein Lagerhaus bauen. Für alles vorhanden. Perfekt. Okay. So, und jetzt müssen wir im Kontorhandel noch was verändern. Ich glaube, aber nicht. Holz hatten wir eingekauft, Ziegel, Wolle, Eisenwaren könnte man jetzt noch mal wieder zum Eigenbedarf 20 lassen. Der Rest ist soweit in Ordnung. Gut, die 40 Eisenwaren, ja, die übergeben wir dem Kontor. Schiffkontor hier. Dann macht damit, was ihr wollt. Wir fahren direkt mal kurz weiter nach Köln, wo auch Mangel an Eisenwaren ist, aber wir wollen da eigentlich, glaube ich, nur nach den Wachen gucken, wie hier der Stand der Dinge ist. Wo ist unser Konto? Hier ist es. So, Lager. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Lagerraum hier und setzen die Wachen auch auf maximal. Das läuft. Und 200 Wein ist jetzt ganz gut. Das hatten wir ja verdoppelt von 100 auf 200. Das ist auch in Ordnung. Okay, dann würde ich sagen, fahren wir mal jetzt los nach Stavanger, um zu schauen, ob das was gebracht hat mit dem Bau der Betriebe, ob das jetzt hier eine direkte Auswirkung auf die Bevölkerungsanzahl hat oder nach welchen Kriterien die ansteigt. Wir haben 496. Ja, sehr cool. Aber wir haben 4 Betriebe gebaut. Irgendwie, ich bin mir nicht ganz sicher, inwieweit das korrespondiert. Das ist echt komisch.
auch, dass ich nichts kaufen und verkaufen kann. Was ist überhaupt mit unserem Konvoi hier los? Der müsste doch auch mal Waren... Ach so, ja, wir haben ja jetzt wieder Waren. Ja, Leute, dann geben wir mal wieder an die Stadt die Sachen weiter. Honig, den müssen wir jetzt... Das müssen wir jetzt abholen. Und Holz ist jetzt alles ausreichend vorhanden. Ziegel auch. Jetzt können wir ja wirklich aus dem Vollen schöpfen. Hanf sowieso. Fisch geben wir auch den Einwohnern. Eisenbahn kriegt ihr auch ein bisschen. Bier fehlt. Warum bringen wir kein Bier ran? Das ist das Problem, dass wir in Lübeck doch zu wenig Bier haben. Okay, Holz wird jetzt hier produziert. Das werden wir erstmal nicht abschöpfen, aber Honig. Honig bringen wir jetzt schön nach Lübeck und können es dann super verteilen. Und vielleicht bauen wir noch mal einen Imker. Ja, denke ich schon. Und dann gucken wir mal, können wir jetzt Torbombarden bauen? Ja, die können wir auch bauen. Ziegel sind ausreichend vorhanden. Zumindest für 3. Aber das ist okay. Gut. Soweit, so gut. 496. Wir müssen sie auf 1000 kriegen. Aber ich, wie gesagt, ich bin mir noch nicht ganz klar, was dahinter steht. Oder ist es die Zahl der Bräuchen? Brauchen wir mehr Wohnhäuser? Was hat da den großen Einfluss? Ich weiß es nicht. Also hier formal ist der Platz erstmal völlig ausreichend für das, was hier ist. Na gut, warten wir das mal ab. Was wir übrigens auch mal brauchen, sind Soldaten hier. Aber er produziert keine Handwaffen, weil es kein Leder in der Stadt gibt. Okay. Das ist also auch noch so ein Problem. Da könnten wir nämlich ansonsten bald mal Soldaten hier ausrüsten für das Stadttor. Haben wir hier eigentlich schon ein Arsenal? Ja, wir haben schon ein Arsenal. Aha. Was brauchen denn Stadtwachen? Die brauchen wahrscheinlich normale Schwerter. Aber ganz cool wäre, wenn wir Musketen hier schon anbringen könnten. Das könnten wir vielleicht mit der nächsten Fahrt mal aus Lübeck herbringen. Direkt Musketen. Das wäre ganz gut eigentlich. Okay. Jetzt muss ich mal überlegen, was sind die nächsten Projekte? Ach so, was wir unbedingt machen müssten, wir müssen jetzt mal hier den Honigtransport organisieren. Also gucken wir uns erstmal hier den Konvoi an. Bier ist wieder nicht dabei, aber Bier hatten wir doch mit Sicherheit. Ja, schaut mal, Bier ist hier mit Sicherheit eingeplant. Aber okay, Bier, das ist das Thema. Danzig, da müssen wir echt was tun. Vielleicht greifen wir da mal mit dem eigenen Schiff ein und bringen erstmal ordentlich was rüber. Aalborg, Stavanger, da nehmen wir jetzt aus dem Kontor Transfer von Kontor Honig. Und zwar, ich denke durchaus Maximum. Und das wird in Lübeck dann ja ausgeladen. Okay, dann ist das sind das die ersten Waren, die tatsächlich zurückkehren. Sehr schön. Gut, wir fahren jetzt nach Lübeck. Ja. Und hoffen, dass bis dahin vielleicht das Schiff mal... Ja, der Kreier ist fertiggestellt. So, jetzt brauchen wir einen neuen Namen. Für diesen neuen Kreier. Und nicht wieder Gerpot 3 oder so. Sondern wir nennen ihn Packesel. Das war auch ein Vorschlag von euch. Ich hoffe, der ist jetzt auch nicht doppelt. Jetzt gucke ich aber direkt mal. Das wäre so richtig doof. Nee, Packesel ist einmal dabei. Sehr schön. Gut, dann sind wir auf dem Weg nach Lübeck. Sind wir schon da? Habe ich jetzt nicht aufgepasst. Nee, wir sind nicht da, nur der Packesel ist da. Dann lasst uns da hinfahren und dann warten, bis die Danzig-Tour. Wo ist die jetzt? Ist die manchmal hier zufällig? Ja, die Joos Pinbeck ist hier. Das ist doch die Danzig-Tour, ne? Hervorragend. Sehr schön. Packesel ab. Konvoi beitreten. Wunderbar. Damit ist der jetzt mit dabei und wird scharf geschaltet. Hanfbier Maximum und Getreide habt ihr unten auch auf dem
Maximum, ja, genau. Da sollte jetzt ordentlich was dazugekommen sein, aber wir sind noch nicht zufrieden. Wir werden direkt einen neuen Bauauftrag auslösen. Und ich glaube nochmal dasselbe. So, dann bin ich aber gespannt, wie das wird. Wir sind hier mit 95 dabei. Ich weiß gar nicht, was haben wir, wann haben wir das letzte Mal gebadet? Ja, das sollten wir unbedingt mal tun und beten ebenso. Amen, Amen, Amen. Ach, wisst ihr was? Ich habe wieder was vergessen. Eieiei. Komm, mach fertig hier. Die Packesel hatte noch keine Matrosen. Oh Mann, ey. Ich hoffe, sie fährt jetzt los. Jetzt, wo sie Matrosen hat, dass das klappt, wir machen mal schnell. Hat sie jetzt schon beladen? Irgendwie bewegt sie sich nicht. Müssen wir sie noch aktivieren jetzt? Wartet mal. Nee, das ist aktiv. Worauf wartest du? Ah, sie ist aber beladen schon mal. Das ist gut. Fahr mal los jetzt. Hä? Was ist hier los, Leute? Was ist hier los? Wir werden einmal ganz kurz sie deaktivieren und wieder aktivieren. Vielleicht geht das dann gut. Sie macht nichts. Die Tage verstreichen und sie fährt nicht los. Wo ist das Problem, Leute? Wo ist das Problem? Konvoi-Ansicht. Es sind alle Schiffe dabei. Was stimmt hier nicht? Repariert sie irgendwas? Sie zeigt hier das Bild, aber Handel. Jetzt hat sie das wieder geladen. Und jetzt entlädt sie wieder. Was macht die da? Die ist ja total. Da ist ja irgendwas total kaputt, oder was? Danzig, wir haben Danzig ausgeschaltet. Oh mein Gott, die hat jetzt immer gekauft und was ist denn das? Das kann doch nicht wahr sein. Ist das möglicherweise die ganze Zeit schon so? Oha. Oha. So, jetzt geht's aber los. Eieieiei. Möglicherweise schon die ganze Zeit. Ah, das ist natürlich richtig doof. Wisst ihr was? Da werden wir mal nach. Wir werden mal mit nach Danzig fahren und die Sache jetzt überprüfen. Ja, die Maria wird angegriffen. Wir fahren aber weiter. So. Der Konvoi ist noch nicht da. Denn das nächste Richtfest ist gelaufen. Der neue Imker in Stavanger. Und die Seeschlacht, wie ist die gelaufen? Ah, Maria konnte fliehen. Sehr schön. Okay. Jetzt warten wir mal, bis sie ankommt. Damit wir. Boah, das können wir auch mal so schnell machen. Ja, die müsste jetzt gleich da sein. Und dann gucken wir mal, was die jetzt alles aufladen kann. Mit einem Mal. Die ist jetzt voll beladen. Ha! 582 Bier. Das war das Problem. Ich hatte die aus Versehen deaktiviert. Und das ist ja wirklich fatal. Das ist ja wirklich fatal. Riesen Biermangel im ganzen Hansegebiet, weil Tiedemann einen falschen Federstrich getan hat. Ist das zu fassen? Was haben wir denn hier noch im Konto jetzt? Getreide. Wisst ihr was? Dann werden wir jetzt selber mal anpacken und hier so viel wie möglich Getreide mitnehmen. Dann kommen wir der Sache langsam wieder näher. Dann sollte das Problem zumindest geklärt sein. Gott, oh Gott. Wahnsinn. Ein Biermangel in. Schaut mal, es wird schon angezeigt. Und das ist schon wieder eine Belagerung. Es ist schon wieder. Ich fasse es nicht. Oh mein Gott. So, die Jagdfalke ist da. Die anderen sind. Wird hier mal repariert. Okay. Schiffkontor, Getreide, Maximum. Und das Problem mit Aalborg. Schauen wir uns direkt mal an und dann können wir direkt mal nach Stavanger fahren. Getreidemangel da oben sogar. Wahrscheinlich, weil diese ganze Danzigtour nicht gekommen ist. Oh mein Gott.
So. Sie sind wieder dort. Sie sind wieder dort. Oh Mann, 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 Mann. Warum immer dort? Weil dort keine Kanone ist, natürlich. Jetzt sehe ich das erst. Warum habe ich da so viel gebaut? Weil sie die Kanonen kaputt gemacht haben in den letzten Belagerungen. Das ist der Grund. Und die schöne Stadtmauer, oh, die wird nicht fertig. Und wir stehen hier doof da. Das unterbricht natürlich wieder hier unseren Produktionszyklus ohne Ende. Vielleicht sollten wir doch mal überlegen, ob wir ein bisschen was auslagern. Ich meine, Holz haben wir jetzt schon in Starwanger. Tran ist eh nicht so wichtig. Das Problem ist Eisenerz und Viehzucht. Das sind schon existenzielle Bereiche unserer Ökonomie. Da sollten wir vielleicht doch mal nach Alternativen Ausschau halten. Okay, gut. Das nächste Mal werden wir wieder nach Stavanger segeln, um zu schauen, ob sich da was getan hat. Vielleicht durch den nächsten Imker. Und dann hoffen wir natürlich auf die baldige Rückkehr unserer Expedition über den großen Ozean. Mal sehen, ob wir das miterleben werden. Bis dann, macht's gut, euer Steinballen.